Willkommen zu einem Videoratgeber der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Salzburg. In dem zeigen wir Ihnen, wie Google My Business optimal für Ihr Geschäft eingesetzt werden kann. Wir beantworten Ihre Fragen, warum Google My Business gut für Ihr Geschäft ist, wie Sie damit starten und wie Sie es dann laufend optimieren können. Das Großartige an einem Video ist, Sie können es später auch nochmal ansehen, auch mit Kollegen oder Mitarbeitern teilen und Ihr Google My Business weiter optimieren. Wir haben hier für Sie schon vorbereitet einige Folien. Wir haben auch den Live-Einstieg für Sie vorbereitet, damit Sie sehen können, wie es dann in Wirklichkeit funktioniert und auch bei Ihnen aussehen wird. Ja, was nutzt mir Google My Business? Für was macht es für mich Sinn? Täglich werden ca. 5,5 Milliarden Suchabfragen bei Google gemacht. Wie viele davon auf Österreich fallen, können wir nicht exakt sagen, aber über 90% der Suchabfragen im Internet finden bei Google statt. Und dort ist auch Google My Business. Und so nutzt mir Google My Business. Ich bekomme mehr Aufmerksamkeit, wecke das Interesse bei Personen, die mich vielleicht noch gar nicht kennen, habe dann auch gleich Einblicke in meine Produkte und mein Geschäft. Das dient mir auch als eine Verkaufsplattform und ich kann mit Kunden interagieren. Die können sogar damit dann zu mir navigieren, ob zu Fuß, mit dem Auto oder mit Öffis. Und einer der besonders guten Punkte ist natürlich, dass es gratis ist für Sie. So sehen und nutzen Ihre Kunden Google My Business, aber nicht nur Google My Business, sondern vergleichbare Dienste gibt es auch bei Bing, Yandex und Baidu Maps. Es hängt davon ab, woher Ihre Besucher oder Kunden kommen. Und damit wechseln wir jetzt in den Internetbrowser und ich zeige Ihnen, wie es dort funktioniert. Starten wir zum Beispiel mit einer Suche nach Tasche Salzburg. Einer der ersten wichtigen Punkte hier in dem Fall ist schon, wie Sie hier sehen können, das sogenannte Suggest, die automatische Ausfüllfunktion, eine Empfehlung, die Sie bekommen. Und hier ist es schon eine Möglichkeit nachzusehen, für was für Begriffe Sie ebenfalls auffindbar sein sollten. Wir bleiben beim Begriff Tasche Salzburg und Sie sehen, es werden hier Werbeanzeigen im oberen Bereich angezeigt. Darunter kommen Zusatzergebnisse von anderen Plattformen. Hier finden Sie auch öfter Herold zum Beispiel und darunter kommen dann die ersten Google My Business Ergebnisse. Ganz stark ins Auge sticht sofort, dass hier Bewertungen angezeigt werden, die Entfernung vom aktuellen Standort, an dem ich mich gerade befinde und weitere Informationen, um mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten oder direkt zu dem Unternehmen hinzukommen. Weiter unterhalb finden Sie die regulären Suchergebnisse, wo Sie auf die jeweilige Webseite kommen. Wenn Sie jetzt hier wechseln, und Sie suchen nach Produktgruppen wie zum Beispiel Lederwaren Salzburg, dann sehen Sie, dass sich die Ergebnisse gleich verändern. Aber die Empfehlungen von Google My Business, den regionalen Diensten, bleiben vergleichbar ähnlich. Noch genauer wird es dann, wenn man direkt nach einem Unternehmen sucht. Wir haben hier Lederwaren Ladig in Salzburg ausgesucht und Sie sehen, wenn man nach dem Unternehmen hier sucht, dann werden hier die regulären Suchergebnisse angezeigt, aber Sie haben hier rechts das Google My Business Ergebnis. Vielleicht ist es Ihnen auch als Google Maps Ergebnis bekannt. Und auch hier sehen Sie gleich mehrere Informationen, dass hier zum Beispiel bei mir jetzt aktuell das Weihnachtsbild angezeigt wird. Hat damit zu tun, dass es ein sehr beliebtes Bild ist und sehr oft aufgerufen wird, sehr oft angesehen wird, wenn die Personen Lederwaren Ladig bei Google My Business ansehen. Sie sehen aber hier noch weitere Zusatzinformationen, nämlich auch, die wir dann nachher gleich ansehen werden, die Sie dann selber auch angeben können, eingeben können. Sie sehen hier auch Bewertungen aus dem Internet, nicht nur unmittelbar von Google My Business, Zusatzinformationen und unterhalb kommen Wettbewerber. Und darum ist es so wichtig, dass Sie sich um Ihren eigenen Eintrag kümmern,
damit eben die Wettbewerber, die sie haben, weiter nach unten rutschen, dass sie also so viel interessante Information vorher schon haben, dass eben jemand unbedingt zu ihnen kommen möchte und nicht zu ihrem Wettbewerber geht. Wichtig zum Anschauen noch ist, wenn Sie nach einer Produktgruppe suchen und Sie möchten wissen, wie Ihre Wettbewerber auffindbar sind oder wie Sie selber auffindbar sind, klicken Sie unbedingt auch einmal drauf. Schauen Sie sich das im Detail an. Sie sehen nämlich dann bei dem einen oder anderen vielleicht auch gute Ideen, die Sie selber nachbauen können, mit denen Sie auch wunderbar punkten können. Ich zeige Ihnen nachher dann, wo Sie das alles einstellen können, wo Sie Ihre Bewertungen verarbeiten können und so weiter. Wie kommen Sie jetzt zu Ihrem Eintrag? Eine der Möglichkeiten kann sein, dass Sie mal nach Ihrem eigenen Unternehmen suchen. Beispielsweise, wenn Sie nach dem eigenen Shop in Salzburg suchen, dann wird hier angeboten, ob ich diesen Eintrag verwalten möchte. Also das funktioniert bei den meisten Diensten im Internet. Wenn Sie nach diesem Eintrag verwalten suchen, dann können Sie hier draufklicken. Und es geht dann darum, dass Sie eben bestätigen, dass dieser Standort Ihnen gehört. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie das stattfindet. Einer der einfachsten ist eben jetzt, wenn Sie hier an dem Standort sind und Sie können das Telefon abheben, dann können Sie den Computer von Google bei Ihnen anrufen lassen und bekommen einen Code, einen 5- oder 6-stelligen, und den geben Sie dann ein und dann können Sie den Eintrag sofort übernehmen. Also es würde in dem Fall Anruf reichen. Manchmal ist es aber auch notwendig, dass Sie eine Bestätigung per Postkarte machen, dann ist es dauert es ca. 7 bis 14 Tage, bis die Postkarte bei Ihnen eintrifft. Sie geben dann die Nummer ein und dann gehört der Eintrag Ihnen und Sie können Ihren eigenen Eintrag verwalten. Eine der Möglichkeiten, wenn Sie später den Eintrag auch einen zusätzlich hinzufügen möchten oder den Eintrag anders holen möchten, ist, indem Sie auf Google My Business gehen und eben Sie starten auf dieser Seite und hier steht schon jetzt loslegen, und wenn Sie hier draufklicken, dann werden Sie gefragt, welchen Standort Sie haben möchten, und Sie können den Standort reinholen und dort Ihre gesamte Verwaltung machen. Manchmal sind Personen, die Google My Business nutzen, etwas verwirrt, weil bei der Eingabe ihres eigenen Unternehmensnamens automatisch Informationen zu ihrem Unternehmen erscheinen, die aus der Statistik sind, wie Zugriffszahlen und so weiter. Machen Sie sich hier keine Sorgen, weil wenn Sie bei Google eingeloggt sind, Ihr Login eingeschaltet ist, dann wird Ihnen Google automatisch bei Suchabfragen Informationen zu Ihrem Unternehmen anzeigen und Sie anregen, dass Sie hier auch weitermachen, dass Sie etwas Neues eingeben, dass Sie Ihre Daten aktualisieren. Sie können das sehen, es steht hier nur für mich sichtbar. Das heißt, Sie sind die einzige Person, die diese Informationen erhält. Andere Benutzer, die im Internet unterwegs sind, können diese Informationen nicht sehen. Wenn Sie jetzt bei Google My Business einsteigen möchten, können Sie einfach eine Suche nach Google My Business machen, klicken den Link an und kommen zur Einstiegsseite. Wenn mit dem Klick auf Anmelden und Eingabe Ihrer Zugangsdaten von Google, kommen Sie dann zu Ihrem Profil. Hier sehen Sie auf der Startseite generelle Informationen über Ihren Eintrag, zu denen ich später einzeln nochmal dazukommen werde. Eine wichtige Information können Sie hier auf der Startseite sehen, die Sie woanders nicht mehr sehen werden, nämlich hier unter voller Zugriff auf Ihr Unternehmensprofil, werden Sie hingewiesen, die App herunterzuladen für Ihr Telefon, damit Sie eben immer vollen Zugriff auf Ihr Unternehmensprofil haben, auch wenn Sie unterwegs sind oder wenn im Geschäft ein Mitarbeiter oder Sie selber mit Google My Business in Verbindung bleiben möchte, Fotos hinaufladen, mit Kunden interagieren und so weiter. Das können Sie alles hier dann machen mit dieser App. Eine der spannendsten Funktionen sind mit Sicherheit die Beiträge bei Google My Business. Sie kennen das von anderen Social Media Diensten wie Facebook und Instagram, dass Sie einen Beitrag hinausschicken können.
Updates zu Covid ist, wenn Ihr Unternehmen besonders davon betroffen ist und Sie spezielle Nachrichten an Ihre Kunden ausschicken möchten. Ein Produkt hinzufügen, schauen wir uns nachher noch in der Navigation links an. Neuigkeiten hinzufügen ist wie ein Beitrag schreiben, nach draußen schicken. Sie können hier mit einem Klick oder ein Foto hinzufügen oder Sie laden es hinein, beispielsweise wie dieses hier, und können dann einen Beitrag dazu verfassen. Wie zum Beispiel jetzt a beautiful Karten mit Armband in unserem Shop ansehen und kaufen. Sie haben jetzt eine News für die Seite vorbereitet und Sie können, wenn Sie möchten, auch jederzeit das noch ausbessern. Aber Achtung, wenn Sie es einmal weggeschickt haben, können Sie den Eintrag nicht mehr ändern. Sie müssen ihn dann nochmals löschen und neu eingeben. Sie können hier auch noch eine Schaltfläche hinzufügen, dass man sich etwas reservieren könnte, online bestellen, also mit einem Link zu Ihrem Shop oder mit einer Kaufen-Funktion dann mit einem Link oder weitere Informationen, weil es ja verschieden ist. Es kann ja sein, dass durch jetzt anrufen jemand bei Ihnen anruft und reservieren kann und Sie das dann bekommen. Sie klicken auf Veröffentlichen und der Eintrag wird automatisch freigeschalten und ist dann draußen in Google sichtbar. Sie können dann den Beitrag auch nochmal extra teilen, wenn Sie möchten, aber grundsätzlich ist er schon automatisch hier in Ihrem Google My Business Profil geteilt. Spannend ist auch noch die Funktion Events hinzuzufügen, beispielsweise Sie haben einen Abverkauf oder Sie fügen ein spezielles Angebot hinzu. Das wird dann besonders praktisch, wenn Sie einen Nachlass gewähren, wenn Kunden zu Ihnen ins Geschäft kommen oder wenn Sie ein anderes Angebot haben. Im Bereich Info sind alle Informationen hinterlegt zu Ihrem Unternehmen. Beispielsweise der Name. Verwenden Sie hier am besten den Rufnamen, mit dem Ihre Kunden Sie auch suchen werden. Darunter ist die Kategorie. Sie können hier auch aus mehreren Kategorien auswählen, aber wählen Sie als erste Kategorie, als Hauptkategorie die, die am besten zu Ihnen passt. Sie können auch weitere noch hinzufügen. Sie können bei Ihren Wettbewerbern nachsehen, welche Kategorien die zum Beispiel ausgewählt haben. Bei der Angabe der Adresse verwenden Sie bitte die Adressen, wie auch Google Maps sie verwendet. Sie können das dann nachsuchen. Beim Einzugsgebiet können Sie hier zum Beispiel eine Einschränkung machen, weil Ihre Kunden, die zu Ihnen ins Geschäft kommen, beispielsweise speziell aus Salzburg sind oder es könnte auch aus einem Ortsteil sein, wenn Sie in einem größeren Ortsteil zu Hause sind und Sie sehen, die Änderung ist eingefügt und wird überprüft. Dasselbe gilt auch für die Öffnungszeiten, die wichtig sind, damit jemand nicht umsonst den Weg zu Ihnen ins Geschäft macht, weil Sie vielleicht am Samstag um 16 Uhr dann geschlossen haben oder jemand sieht, Sie haben am Samstag noch bis 16 Uhr offen. Weitere Öffnungszeiten bieten Ihnen für spezielle Anlässe die Möglichkeit, hier noch etwas zu erweitern, weil Sie beispielsweise Online-Geschäftszeiten haben. Das heißt, man kann Sie noch eine oder zwei Stunden nach Ihrem Geschäft anrufen. Bei den speziellen Öffnungszeiten werden meistens Feiertage angegeben. Sie können aber auch an einem verlängerten Samstag die Öffnungszeiten erweitern. Beispielsweise am Fronleichnam wird das Geschäft geschlossen sein, aber beispielsweise am Samstag darauf wäre dann speziell geöffnet, nämlich nochmals dann von 13 Uhr bis um 20 Uhr. Und Sie könnten das eben angeben, dass jemand dann speziell am 5.6. bis um 20 Uhr zu Ihnen ins Geschäft kommen kann, damit das jemand sieht. Ich entferne diese Funktion in dem Fall wieder, weil es nicht stattfindet, damit Sie das auch gesehen haben, wie das am einfachsten funktioniert. Hier ist dann Ihre Telefonnummer, unter der Sie am besten erreichbar sind. Wählen Sie hier
Ihre Festnetz- oder Handynummer aus, aber die, wo Ihr Geschäft am besten erreichbar ist. Mit dem Kurznamen können Sie später eine URL erstellen, eine Kurz-URL, nämlich mit der können Sie Ihre Kunden bewerben, denen können Sie das geben, damit Sie Ihren Eintrag möglichst schnell finden. Hier geben Sie die URL Ihrer Webseite ein, bitte immer die vollständige URL der Webseite eingeben, damit Google eben auch den Abgleich machen kann mit Ihrer Webseite. Zu den Produkten kommen wir nachher noch. Hier können Sie noch Attribute hinzufügen. Am besten ist, Sie klicken das alles einmal durch. Hier können Sie zum Beispiel angeben, dass Sie barrierefreien Zugang haben, dass Sie Toiletten haben und so weiter. Das können für manche Kunden sehr, sehr wichtige Informationen sein und darum sollten Sie sich die Zeit nehmen, hier einmal die Einträge nach und nach durchzugehen und von Zeit zu Zeit auch wieder anzupassen. In diesem Bereich können Sie Informationen zum Unternehmen, einen Text hinterlegen. Denken Sie dabei auch an wichtige Schlagwörter, damit sie eben gefunden werden, wie eben in dem Fall ist es Leder, Ladig, Salzburg, Taschen und auch einige Marken, die das Geschäft anbietet. Seien Sie hier kreativ, denken Sie so wie Ihre Kunden und fügen Sie die Informationen ein, denn das ist schon eine Information für Google, mit was Sie auch gefunden werden möchten und das bestätigt die Person, die Ihren Eintrag bei Google Maps, Google My Business gefunden hat. Das Öffnungsdatum, wenn Sie gerade neu öffnen, gibt Ihnen Google einen kleinen Bonus für neu eröffnete Geschäfte und hier könnten Sie Fotos hinzufügen. Wir kommen aber dann links noch zu dem Thema Fotos hinzufügen. Hier rechts haben Sie dann noch die Möglichkeit, nämlich vorübergehend geschlossen kennzeichnen oder dauerhaft geschlossen kennzeichnen. Wenn Ihr Geschäft einige Tage geschlossen ist, sollten Sie das nicht machen mit vorübergehend geschlossen kennzeichnen, weil das hat eine längere Auswirkung und Ihr Geschäft wird länger nicht gut gefunden werden. Sollten Sie Ihr Geschäft umziehen, ändern Sie die Adresse im Eintrag, gehen Sie nicht her und schließen Sie den Eintrag und machen Sie einen neuen Eintrag. Diese Informationen sind hier wie angeschrieben für fortgeschrittene Nutzer. Sie werden sie nur benötigen, wenn Sie speziell Google Werbung schalten. Ansonsten können Sie diesen Eintrag hier auslassen. Ich überspringe jetzt momentan die zwei Punkte, zu denen komme ich nachher noch. Ich komme als nächstes zum Bereich der Nachrichten. Nämlich Kunden können Ihnen auch Nachrichten schicken. Und wie Sie hier sehen, ich habe hier heute eine Nachricht an den Eigentümer gerichtet, nämlich ob ich meine Lederarbeitstasche nähen lassen und darauf warten kann. Und der Eigentümer des Geschäfts hat mir geantwortet, ich soll ihn bitte kurz anrufen, damit er mir eine gute Uhrzeit nennen kann, wo ich ins Geschäft komme, damit es in Echtzeit passieren kann. Unter Fotos ist eine Sammlung aller Fotos, nämlich der von Ihnen als Inhaber. Das heißt, Sie können selber Fotos hochladen, so wie wir das vorher bei dem einen Beitrag gemacht haben. Sie können auch Videos hinzufügen, wie Sie sehen. Oder Sie können auch sehen, ob Kunden Fotos hochgeladen haben. Und wie Sie hier sehen können, gibt es also auch Fotos von anderen Personen, also nicht nur vom Shop selber, sondern es gibt auch weitere Fotos. 360-Grad-Fotos sind dann Shop-Fotos, die hochgeladen wurden. Das heißt, man kann den Shop hier direkt sich durchsehen. Video ist in dem Fall noch keines bereitgestellt. Ich darf Ihnen aber empfehlen, Videos, wenn Sie welche haben, zu verwenden, kurze Videos, denn das Bewegtbild wird immer beliebter, wie auch jetzt bei Ihnen. Sie schauen sich ja auch gerade ein Video an. Die Innenaufnahmen zeigen das Geschäft von innen. Das kann manchmal für jemanden wichtig sein, wenn er eine Entscheidung trifft, ob er zu Ihnen ins Geschäft kommt. Die Außenaufnahmen sind deshalb wichtig, damit jemand Ihr Geschäft leichter finden kann. Also Sie können das selber dann einstellen auch, was zu Ihren Außenaufnahmen dazugehört. Dann haben Sie Produktfotos, die kommen dann aus den Produkten, die zeige ich Ihnen nachher. Und dann natürlich noch wichtig, das Team, also wenn Sie Mitarbeiter haben, zeigen Sie auch Ihre Mitarbeiter hierher, weil das vielleicht jemanden interessiert, wie Ihre Mitarbeiter aussehen und wer da so in etwa ist und damit man schon ein Gefühl für das Geschäft bekommt. Im Bereich der Identität haben Sie die Möglichkeit, ein Logo hochzuladen.
Am besten ist es, wenn Sie ein quadratisches Logo hierzu verwenden. Sie werden jetzt sehen, dass in Zukunft bei dem Eintrag beim Logo wird automatisch das soeben hochgeladene Logo verwendet. Im Bereich Identität haben Sie die Möglichkeit, ein Titelbild festzulegen, das beim Beitrag oben groß angezeigt wird, aber auch Ihr Logo. In dem Fall ist es optimal, wenn Sie das Logo verwenden, mit dem Sie auch bekannt sind, so damit jemand, wenn er Ihren Eintrag bei Google sieht, sofort erkennen kann, dass Sie das sind. Sie sehen, es gibt hier die Möglichkeit, das Bild auch nochmal anzupassen. Ich habe jetzt das vollständige Bild genommen und ab sofort wird dieses Bild als das Logo angezeigt. Im Hintergrund ist das vom Laden oben das große, breite Bild und als Logo wird dieses Bild hier verwendet. Bei der Kategorie Produkte haben Sie die Möglichkeit, Produktgruppen und Produkte zu hinterlegen, die Sie dann speziell in Ihren Beiträgen anbieten können, bei den Angeboten anbieten können, aber auch, wie Sie es heute schon gesehen haben, bei dem Eintrag ganz am Anfang waren unten ein paar Produkte angezeigt und dafür können Sie die hier hinterlegen. Angegeben werden kann ein Produktname, eine selbstgewählte Kategorie, die Sie anlegen, plus einen Preis und Informationen sowie einen Link zu Ihrer Webseite, wenn man dort noch genauere Informationen sehen kann oder eben das Produkt dort auch kaufen kann. Unter Webseite haben Sie die Möglichkeit, aus den Informationen, die Sie hinterlegt haben, eine eigene Webseite zu erstellen. Sie können hierzu die URL wählen, mit der Sie möchten, dass dies bei Google angezeigt wird. Alle anderen Informationen werden automatisch von Ihrem Eintrag hinzugefügt. Sie sehen, dies war das Bild, welches wir vorher gesehen haben bei Identität, nämlich das Titelbild. Sie könnten es auch austauschen, wenn Sie möchten. Sie sehen hier die Beiträge, auch den Beitrag, welchen wir vorhin geschrieben haben. Sie sehen hier Kundenbewertungen, zu denen wir nachher noch gleich kommen werden. Dann ein kurzer Über-uns-Text. Die Galerie aus den Bildern, die in der Webseite hochgeladen wurden. Google Maps für Ihre Anfahrt und dann die Informationen zum Anrufen oder für Ihre Routenplanung mit der Navigation plus den Öffnungszeiten. Diese Seite können Sie veröffentlichen. Und sich dann auch gleich die Seite im Internet anschauen. Das Tolle daran ist, diese Seite ist sowohl für den Computer als auch für Ihre Mobiltelefone geeignet und kann sogar bei Google gefunden werden. Im Bereich Nutzer haben Sie die Möglichkeit, die Benutzer zu verwalten, die auf Ihren Eintrag zugreifen können. Wichtig ist, dass Sie selber immer der primäre Inhaber sind. Sie können dann auch Inhaber, Administrator oder auch kleinere Rechte vergeben, zum Beispiel nur, dass jemand Bewertungen bearbeiten kann. Unter Anzeige erstellen bietet Ihnen Google die Möglichkeit, eine Werbeanzeige für Google Ads zu erstellen. Dies ist besonders dann empfohlen, wenn Sie die Frequenz für Ihr Geschäft und Ihre Produkte noch weiter steigern möchten. Im Bereich Rezensionen finden Sie die Bewertungen für Ihr Unternehmen, die Sterne. Sie sehen, hier gibt es vor 5 Stunden eine Bewertung. Diese Bewertung wurde dann auch beantwortet, was zum Empfehlen ist. Besonders lohnend ist, wenn Sie auf die Bewertung der Person eingehen. Beispielsweise, wenn hier steht, kleine Reparaturen werden sofort erledigt,
können Sie auch auf die Reparaturen nochmals eingehen. Warum macht das für Sie Sinn? Der Vorteil ist der, dass Google auch die Informationen ausliest aus den Bewertungen und dann Ihr Unternehmen auch stärker damit anzeigt. Das heißt, wenn Kunden Sie in Zukunft bewerten und Sie verwenden wichtige Wörter wie Taschen, in dem Fall ist es zum Beispiel auch die Reparatur, Leder und so weiter, dann wird der Google My Business Eintrag damit besser auffindbar und erhält einen Bonus. Wichtig ist für Sie, wenn Sie beantworten, beantworten Sie nicht nur die positiven Einträge oder nicht nur die negativen Einträge, sondern beantworten Sie positive und negative Einträge. Die Personen, die eine Bewertung abgegeben haben, die freuen sich darüber, weil die haben sich ja auch die Mühe gemacht, ihr Geschäft zu bewerten, vielleicht sogar Fotos hochzuladen und so weiter. Und es ist sehr wichtig, dass Sie gute Bewertungen haben. Sie erinnern sich beim Anfang des Vortrages, dass wir die 5 Sterne gesehen haben, die guten Bewertungen. Und da gehen natürlich die Leute sehr gern hin, weil sie den Bewertungen anderer glauben. Im Bereich Statistiken kommen in den nächsten Wochen und Monaten von Google neue Statistiken, worauf Sie jetzt schon einen kleinen Vorblick machen können. Die Zahlen bleiben gleich, die Darstellung wird sich ein wenig ändern, aber um Ihnen hier eine Idee zu geben, wie das ausschaut, Sie können hier sich den letzten Monat anschauen und Sie werden beeindruckt sein, wie viele Personen Ihre Einträge bei Google finden. Sie können das bis zu einem Quartal ausdehnen. Das heißt, Sie können immer bis zu den letzten 3 Monaten zurückschauen. Wenn Sie also besonders Interesse daran haben, wie die Entwicklung ist, sollten Sie sich das von Zeit zu Zeit anschauen und die Zahlen ausdrucken. Sie können hier auch sehen, ob die Suchenden den Eintrag in der Google-Suche oder direkt in Google Maps gesehen haben. Und Sie sehen, hier steigen die Zahlen auch wieder an. Die Geschäfte haben wieder geöffnet. Es können wieder mehr Leute in die Geschäfte kommen. Damit gehen natürlich diese Zahlen auch nach oben. Dann können Sie auch sehen, wie viele Personen Ihre Webseite besucht haben. Webbeschreibung abgerufen, das ist der Start der Navigation. Angerufen oder die sich mit Ihnen per SMS unterhalten haben. Das war die Unterhaltung, die wir vorher gesehen haben. Die ist heute noch nicht dabei. Und dann können Sie auch sehen, von woher Personen die Wegbeschreibung für Ihr Geschäft aufrufen, damit Sie dann auch wissen, wie groß ist das Einzugsgebiet für Ihr Geschäft. Das kann etwas Zeit dauern, weil es notwendig ist, dass eben mehr Leute die Navigation zu Ihrem Geschäft aufrufen. Sehr spannend auch, wann erhalten Sie die meisten Anrufe, welche Tage sind da stark und wann ist am meisten im Geschäft los. Das ist also so von der letzten Zeit. Hier war dann am Dienstag gegen 11 Uhr aktuell am meisten los. Das kann sich aber immer wieder bei Ihnen ändern. Wie gut hier die Fotostatistik läuft, ist immer davon abhängig, ob Sie aktuelle neue Fotos hochladen oder Benutzerfotos hochladen bei Ihnen. Ich kann Ihnen empfehlen, von Zeit zu Zeit hier etwas hochzuladen und Sie sehen, wie entscheidend es ist. Selbst die vom eigenen Unternehmen werden sehr stark angezeigt. Das ist jetzt der blaue Teil des Balkens. Und aber auch die von Kunden werden angezeigt. Aber bei ähnlichen Unternehmen, da ist der Anteil der Kundenfotos höher. Die sind manchmal vielleicht nicht ganz so hübsch, die Fotos, wie Sie sich vorstellen, aber sie sind authentisch und andere Nutzer glauben diesen Fotos sehr. Zum Abschluss nochmals meine Google My Business Tipps, die ich Kunden gebe. Achten Sie daher besonders auf diese Punkte. Halten Sie Bilder und Beiträge aktuell. Schicken Sie immer wieder was Neues rauf. Wenn etwas ganz alt ist, beispielsweise Sie haben Ihr Geschäft umgebaut, vielleicht löschen Sie dann die alten Fotos oder Sie lassen alte Fotos auch zur Erinnerung drinnen. Aber halten Sie den Eintrag aktuell. Sorgen Sie für Neuigkeiten. Kommentieren Sie Ihre Bewertungen, die positiven und die negativen. Ihre Kunden freuen sich auf Ihr Feedback und wünschen sich Ihr Feedback. Probieren Sie Empfehlungen von Google aus, erweitern Sie das Netzwerk, erweitern Sie die Möglichkeiten bei Google. Google führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess durch.
Und vor allem zeigen Sie auch mal Ihren Mitarbeitern die tollen Erfolge, die Sie erreicht haben. Ich habe Ihnen vorher die Statistik gezeigt, dass 8.000 Personen im letzten Monat zum Beispiel diesen Eintrag gesehen haben. Das freut sicher auch andere Leute, die im Geschäft arbeiten und tätig sind. Und natürlich auch die tollen Bewertungen sind für Ihre Mitarbeiter auch eine gute Motivation, um beim nächsten Kunden ja nochmal auch dafür zu sorgen, dass noch mehr gute Bewertungen dazukommen werden. Und mit diesem Ratgeber der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Salzburg wünschen wir Ihnen gutes Gelingen mit Google My Business. Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter und Kollegen auch mit ein. Wir wünschen Ihnen dabei alles Gute.